Natürlich ist man erstmal immer enttäuscht, wenn man natürlich nicht die 3 Punkte holt. Trotzdem haben die Jungs gerade das beherzigt, was wir in der Halbzeitpause angesprochen haben, weil wir haben keine gute erste Halbzeit gehabt. Da haben wir nicht an das gespielt, was wir spielen, und das war zweite Halbzeit deutlich besser. Da wurde fußballisch auch viel mehr nach Lösungen gesucht, und wir haben auch unsere Torchancen gehabt, wie richtigerweise gesagt. Die muss man natürlich dann halt nutzen. Und wir sind trotzdem von der fußballischen Anlage, finde ich, einen Schritt weiter als Altona. Haben auch versucht, auf dem Platz, der eigentlich ganz gut, wie ich fand, zu bespielen war, haben auch versucht, unsere sozusagen Möglichkeiten zu suchen. Leider fehlt uns dann der letzte entscheidende sozusagen, ja, Knockout, und das ist Altona gelungen. Ja gut, wir haben uns gesagt, alles oder nichts, zweite Halbzeit. Wir hätten natürlich auch einen kriegen können, Vicky hat auch ein starkes Spiel gemacht. Ja, das ist natürlich nachher Glück. So ein Ding da, dass er durch den Strafraum, und dann ist Ricardo da. Ja, perfekt für uns, schlecht für Vicky, aber wir hatten uns vorgenommen, 3 Punkte zu holen. Ja. Letztendlich haben wir uns was vorgenommen hier, hätten auch mindestens einen Punkt aus meiner Sicht verdient gehabt. Also, aber ja, wie es so ist, ne? Man macht dann einen individuellen Fehler, mit einem schlechten Pass, schlechten öffnenden Pass, und dann nutzt der Gegner das halt aus in dem Moment. Da muss man halt Glückwunsch sagen, aber wir machen unseren Weg weiter, und da waren schon wieder positive Ansätze, aber auch Sachen, wo wir sagen, das muss besser werden, ja? Und da müssen wir auch hinkommen, dass das auch dann in naher Zukunft noch besser wird. Wir hatten uns vorgenommen, weiter oben anzugreifen. Dritter ist, glaube ich, noch möglich. Zweiter wird auch schon schwer. Ja, mal schauen. Jetzt OZ-Pokal noch, das ist das Highlight. Ja, und die anderen Punkte sind dann auch noch Zusatz, ne? Einfach die Saison gut zu Ende spielen, ne? Wieder jede Woche einen Schritt besser machen, schon das einzustudieren, was wir vielleicht für die kommende Saison brauchen. Wir haben keinen Druck in irgendeiner Form, wir wollen einfach gute Spieler abliefern und einfach das, was wir gut können, auch umsetzen. Und das ist die Devise für die kommenden Spiele.